Ja, Freunde, heute gibt es natürlich wieder ein neues Auto und ihr seht schon an meinem Outfit, dass heute mal wieder nicht alles geklappt hat. Sonne war angesagt, aber Regen ist da und zwar den ganzen Tag und wir haben das Auto wie unsere Kollegen auch nur diesen einen Tag, weil eben das Fahrzeug so neu ist, nämlich der Fabia in der vierten Generation. Den haben wir euch zwar schon gezeigt, aber nicht in dieser wunderschönen Ausstattung und zwar Monte Carlo. Ja? Seit 1999 gibt es den Fabia schon und jetzt heute in der vierten Generation. Wir haben versucht, so gut es geht, euch jetzt ein Video zu fabrizieren, trotz Regen. Ja? So. Monte Carlo steht einfach für die Rennerfolge und Rallye-Erfolge von Skoda, ja. Aber im Prinzip ist das für Scala, Karmic und Fabia die Sportline, die ja dann bei Karoq und Octavia Sportline heißt, wenn es nicht der richtige RS ist. Von dem her ist alles ein bisschen sportlicher dargestellt, aber wir werden euch natürlich alles im Exterieur, Interieur und auch während der Fahrt zeigen. Wir machen nämlich alles nochmal von vorne, auch wenn ihr unser Fabia-Video oder falls ihr eben unser anderes Fabia-Video noch nicht gesehen habt, dann bekommt ihr hier natürlich in dem Video trotzdem alle Informationen. Und bevor es jetzt losgeht, wir reden ja immer über diese Simply Clever Features, ja, hier in der Tür zum Beispiel. Es macht ja heute auch einfach mal Sinn. Da haben wir hier den Schirm ja bei Skoda mit drin. Und dann kann ich jetzt bestens moderieren für euch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive. Hier aus dem Schwarzwald mit dem neuen Fabia Monte Carlo. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Das freut uns. Wir wachsen natürlich weiter, können euch immer mehr zeigen. Die Glocke könnt ihr drücken, wenn ihr es nicht mehr verpassen wollt, wenn wir ein neues Video hochladen, wie zum Beispiel über den Fabia, der derzeit bei 14.590 Euro startet. Dann die Ausstattungslinie Easy, darauf kommt Active, Ambition, Sonderausstattung Tour, dann kommt Style und darüber liegt jetzt eben neuerdings hier die schöne Ausstattungslinie Monte Carlo, die eben ganz viele sportliche Anbauteile mit sich bringt und über die werden wir natürlich jetzt auch hier sprechen. Wir starten aber natürlich wie immer hier an der Front. Wir haben hier natürlich zwischen diesen zwei Domstreben, kann man fast schon sagen, also zwischen diesen zwei Designlinien das Skoda-Logo pranken. Ja. Dann haben wir natürlich weiter unten den neuen Kühlergrill von Skoda, den wir einfach aktuell kennen. Auch schön untergebracht die Sensorik für die Assistenzsysteme. Ja. Fällt fast nicht auf die Platte, weil die eben mit diesem Kühlergrillmuster fortgesetzt ist und eben durch Monte Carlo jetzt auch schwarz. Weiter unten haben wir auch noch mal ein paar Lufteinlässe. Dann haben wir hier natürlich die Nebelscheinwerfer, die könnt ihr optional dazu bestellen. Hier haben wir noch mal so eine schwarze Lippe dazu. Sieht halt einfach ein bisschen sportlich aus, auch hier alles schwarz drumherum. Dann zu den Scheinwerfern. Serie ist beim Fabia tatsächlich schon LED. Optional kann man dann eben auf diesen Voll-LED-Scheinwerfer upgraden mit Fernlichtassistenz. Ja. Das heißt, wir haben noch nicht die Matrix-LED-Version wie beim Polo, dafür aber auch mit Fernlichtassistenz. Das gibt es ja beim Ibiza noch nicht. Das heißt, die Version ist hier so mittendrin. Wenn ihr den Scheinwerfer wählt, der kostet natürlich extra, dann fliegen aber die Nebelscheinwerfer automatisch auch mit dazu. Das ist also schon mal ein praktischer Punkt. Genau, ist natürlich alles in LED, ja, sieht auch sehr gut aus, würde ich euch empfehlen, einfach fürs Design. Wir gehen nochmal hoch und da könnt ihr allgemein drunter schreiben, wie ihr das Design des neuen Fabias gerade so findet, vielleicht gerade als Monte Carlo. 111 mm ist der neue Fabia gewachsen, also von der Länge. Der Radstand um 91 mm und 48 mm breiter ist er geworden. Das kommt natürlich den Passagieren einfach im Innenraum zugute, wenn man einfach ein bisschen mehr Platz hat. Wie viel, das werden wir natürlich dann im Innenraum feststellen. Für 670 Euro könnt ihr ein Panoramadach bestellen. Dann habt ihr das, ja, sieht natürlich auch schön aus. Und es gibt auch ein Sportfahrwerk, damit kommt er 15 mm nochmal tiefer. Es gab, ich habe ja unser anderes Video auch mal angeguckt, noch ein Fahrwerk, so ein Schlechtwegefahrwerk, damit kam er 15 mm höher. Das habe ich jetzt bei Monte Carlo aber nicht im Konfigurator gesehen. Ja. Da müsstet ihr nochmal explizit nachfragen. Dann gibt es optional für jeden Fabia, aber bei uns haben wir schon serienmäßig das Sunset, so nennt es bei Skoda, ist halt abgedunkelte Scheibe. Und wir haben hier natürlich schwarze Spiegel. Schwarze Umrandungen, hier unten nochmal so eine schwarze Leiste und natürlich steht auch hier schön mit der Flagge Monte Carlo. Ja. Also auch hier an der Seite wirkt er natürlich sportlicher. 7 Farben gibt es für den Monte Carlo, davon könnt ihr 6
mit einem schwarzen Dach kombinieren. Das haben wir jetzt, wie ihr seht, nicht gemacht. Ja. Das braucht es aber auch nicht immer. Aber gerade wenn man jetzt zum Beispiel Rot nimmt oder zum Beispiel auch Blau, dann ist das schon eine schicke Sache mit dem schwarzen Dach. Bei 15 Zoll Stahlfelgen geht es los und bis insgesamt 18 Zoll kann man in höheren Ausstattungslinien upgraden. So mit eben auch bei Monte Carlo. Und ich finde, das ist halt wirklich, wirklich schick. Also gerade von der Seite sieht das echt geil aus mit den 18 Zoll Felgen. Fast schon wie ein anderer Farbe. Ja. Also mir gefällt das wirklich gut. Könnt ihr mal drunter schreiben, wie ihr das seht. Am Heck können wir natürlich entdecken, dass auch hier die Scheiben abgedunkelt sind. Wir haben hier einen Spoiler, der ist auch nochmal schwarz abgesetzt. Das Ganze ist halt einfach sportlicher gemacht. Ich denke, das habt ihr jetzt verstanden. Wie es auch beim RS, wie es bei der Sportline ist und somit auch beim Monte Carlo ist der Fabia-Schriftzug und der Skoda-Schriftzug in schwarz. Wir haben jetzt hier quasi die Serienrückleuchten. Die sind noch so ein bisschen mit Birnchentechnik versehen. Man kann aber optional auch, also zusätzlich zu dem Scheinwerfer, das ist nicht miteinander gekoppelt, LED-Rückleuchten bestellen. Die hatten wir beim normalen Fabia, könnt ihr mal dran vorbeischauen. Das hier ist jetzt der die Serienrückleuchte. Sieht nicht ganz so edel aus. Gerade bei Monte Carlo würde ich das definitiv empfehlen. Dann haben wir auch in Hunden noch mal so ein bisschen einen leicht angepassten Diffusor bzw. einfach ein schöneres Heck, auch mit schwarz abgesetzten Details. Und hier irgendwo, genau hier, ist die Rückfahrkammer, die ist außenstehend, ist in diesem Segment jetzt nicht schlimm, aber natürlich verträgt sie oder wird halt dann eben auch nass. Dann machen wir auch zusammen den Kofferraum auf, da verstecken sich 380 Liter, so wie ihr das jetzt hier seht, bis 1190 Liter, wenn ihr die Bänke umklappt, das natürlich auch möglich ist. Dann haben wir hier nochmal ein Fach oder so eine Matte, die man quasi auch umdrehen kann. Das ist auch wieder Simply Clever, oben Stoff, wenn man die ganz normal benutzt. Und auf der anderen Seite so gummiert, falls man da mal was Nasses reinlegt, das nicht gleich alles verträgt. Und natürlich haben wir auch hier nochmal einen Zwischenboden. Den kann man auch hochklappen, im Moment, dass er dann auch stehen bleibt, wenn man möchte. Und hier drunter ist dann nochmal, ja, quasi eine Ladeebene. Und jetzt lege ich meinen Schirm mal für euch weg, weil sonst wird es jetzt langsam eng. Und dann haben wir hier nochmal einen Boden und da ist sogar noch ein Ersatzrad drin. Das ist eine Sache, die mir halt besonders gut gefällt, dass man einfach noch ein wirklich richtiges Rad hat. Genau, von dem her das passt. Wir haben hier überall auch Zurösen, ja, die wir hier natürlich auch benutzen können. Und wir haben hier auch Licht. Genau, und nochmal ein Netz hätten wir da auch nochmal. Also hier bietet der Kofferraum einiges. Wir haben hier keinen Griff, sondern hier nur noch den Hebel, mit dem man es wieder zuziehen kann. Dann noch was zur Anhängelast. Es gibt natürlich, es regnet schon gar nicht mehr, aber der Vollständigkeit halber nehme ich ihn natürlich wieder. Es gibt auch eine Anhängekupplung für den Fabia. Da sind es in unserer Motorisierung, also mit dem 1 Liter mit 110 PS, spoiler ich schon mal ein bisschen, 590 Kilo, die ihr ziehen könnt, wenn der Hänger keine eigene Bremsanlage hat. Wenn er das hat, 1100 Kilo. Mit dem Vierzylinder, 1,5 Liter, da sind dann sogar 610 Kilo drin bis 1200 Kilo. Die Stützlast bleibt immer gleich, das sind 50 Kilo. Starten wir mit den Motorisierungen. Es geht los mit 65 PS mit dem MPI-Motor. Den kann man auch noch als 80 PS starke Version bekommen. Dann der TSI-Motor, 3 Zylinder mit 95 PS und 110 PS, so wie hier vor uns steht. Den 110er kann man mit Schaltgetriebe oder Automatik, also DSG, wählen. Den haben wir jetzt. Dann erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 203 km/h und ist natürlich ein 1 Liter 3 Zylinder mit 200 Newtonmeter. Es gibt aber noch für den Fabia, was es beim Polo ja nicht mehr gibt, man verstehe den Konzern, den 1,5 Liter Vierzylinder mit 150 PS. Ja. Und das wäre auch meine Version, A, weil Vierzylinder und B, weil natürlich am meisten Power. Und das ist schon ein schönes Aggregat. Ich hatte gehofft, dass wir dieses Aggregat bekommen bei Monte Carlo, weil das natürlich auch passt. Aber klar, dieser Motor ist auch nicht schlecht. Der 1,5 Liter Vierzylinder ist übrigens nur mit DSG-Getriebe bestellbar. Ich weiß nicht, ich meine, ihr guckt ja vielleicht viele Skoda-Videos, aber ich möchte es halt trotzdem irgendwie immer noch mit einfließen lassen. Den Trichter haben wir natürlich weiterhin fürs Wischwasser, ja, damit das einfach ein bisschen einfacher geht. Und somit finden wir überall so ein bisschen diese Simply Clevers Features, wie zum Beispiel auch an der Scheibe so ein Plastikteil, um das Parkticket zu befestigen. Mit 5,6 Litern ist er angegeben, kombiniert und 128 Gramm CO2 stößt auf dem Kilometer aus. Und hier versteckt sich das nächste Simply Clever Feature, nämlich den Eiskratzer. Und den finde ich auch sehr hilfreich hier untergebracht, dann ist er auch immer verstaut. Ja, wir sind jetzt hier auf einer quasi Fahrveranstaltung bei uns zu Hause. Das heißt, wir haben das Auto halt nur einen Tag und konnten jetzt vom Verbrauch nicht so viel
ja, rausfinden. Die 5,6, wenn ich mich noch richtig entsinne, beim anderen Fabia, dort hatten wir ihn ja auch für einen Tag. Und bei dem war es jetzt ungefähr ähnlich. Wenn man möchte, kann man den mit 5,8 fahren. Vielleicht auch sogar drunter, wenn man sehr sparsam fährt. Aber in seinem Normalbetrieb wird man sicher zwischen 6 und 7 Liter unterwegs sein. Und wenn man natürlich auf der Autobahn mal zügig unterwegs ist, das heißt halt wirklich mal 180 bis 200 länger, klar, dann seid ihr auch gut und gerne mal über 8 Liter unterwegs. Dann zeigen wir euch natürlich auch immer den Schlüssel, bevor es reingeht. Er ist natürlich jetzt nicht ganz so vornehm gestaltet wie zum Beispiel der Skoda Kodiaq-Schlüssel. Ihr seht schon, da ist noch mit Chrom gearbeitet worden. Die Frontseite ist hier zu sehen, öffnen, schließen und leicht den Kofferraum öffnen. Auch hier ist natürlich bei den höheren Modellen etwas Chrom. Aber okay, das ist jetzt nicht weiter schlimm, ja, dass man da so ein bisschen einspart beim Schlüssel. Aber nur für euch vielleicht als Information, dass wir hier wirklich nur Kunststoff haben. Eigentlich haben wir es nur gezeigt, weil wir jetzt noch den anderen Skoda-Schlüssel bekommen haben heute. So. Was ich aber eigentlich sagen wollte, man braucht den Schlüssel nicht unbedingt, wenn man das dazu bucht, das Chassis-System, weil dann hat man hier quasi Keyless Go, drückt da an den Türgriff, die Spiegelklappen ein, das Fahrzeug ist verriegelt. Wenn ich wieder reingreife, öffnet sich das Fahrzeug. Normalerweise bemängle ich das ja, dass wir das hinten nicht haben, aber hier beim Fabia finde ich es jetzt nicht so tragisch, weil das ja quasi die Anstiegsklasse ist von Skoda und halt eben nur in Anführungszeichen ein Kleinwagen, weil so klein ist er ja auch nicht mehr. Aber ja. Wir gehen jetzt natürlich trotzdem rein und zeigen euch den Innenraum. Ja, dann herzlich willkommen hier auch im Innenraum des Skoda Fabias als Monte Carlo. Das ist ja unser erster Monte Carlo, den wir filmen. Wir haben es tatsächlich noch nicht geschafft, andere Skoda-Modelle einmal in der Ausstellung zu filmen. Ich bin durchaus überrascht, ja, wie sie das gelöst haben. Das gefällt mir einfach sehr gut. Wir haben jetzt in dem Fall natürlich dann auch den Sportsitz. Der hat so leichte Carbon-Optik hier auch mit drin. Das ist sehr weich. Man hat einen sehr, sehr guten Sitzkomfort und einfach auch einen sehr guten Halt. Allerdings ist es halt der sportliche Sitz, das heißt, wir haben hier die Kopfstütze integriert und wir können die nicht mehr selber einstellen. Ist gerade für große Personen wie mich halt ein Problem. Das ist halt der einzige Nachteil. Manuelle Sitzverstellung, eine Fabia Einstiegsleiste zur Tür. Hier oben ist es schon hart tatsächlich, auch hier ist es hart. Nur dieses Carbon-Element ist dann weich, ja, und ansonsten ist hier halt hart. Hier haben wir noch ein rotes Element und hier der Mülleimer, das ist wieder so ein Simili-Kleber-Ding. Ne? Genau, ansonsten komme ich rein. Ich knacke schon hier und zeige euch den restlichen Innenraum des Skoda Fabias. Wo starten wir, wo hören wir auf? Wir starten natürlich wie immer mit den Materialien. Das ist hier auch hart alles. Ja. Hier ist es alles hart, nur das hier ist wieder etwas weicher. Ja. Und das ist aber auch der Punkt, der mir gut gefällt. Diese Carbonstruktur, was so in die Richtung gehen soll mit den Ziernähten. Ja, das sieht schon schick aus. Ihr könnt es bei euch angucken. Das gleiche habe ich ja auf meiner Seite auch. Die Lüftungsdüse, ja, ist ganz cool gemacht. Und hier steht auch nochmal Fabia. Dann haben wir die ganzen Elemente hier im Innenraum einfach mal abgefrühstückt. Auf der anderen Seite steht es natürlich auch nochmal. So, dann machen wir die Zündung irgendwie mal an, dass ihr da auch ein bisschen was seht. Ein Punkt zum Lenkrad, bevor wir da in Hysterie verfallen. Für mich ist ja das Dreispeichenlenkrad allgemein im Fahrzeugmarkt, aber eben auch bei Skoda, deutlich schöner als ein Zweispeichenlenkrad. Also ich finde das Zweispeichenlenkrad von Skoda einfach nicht ganz so schön gelöst. Da müsst ihr euch diese Speiche wegdenken. Also so sieht dann quasi das normale Lenkrad aus. Auch beim Fabia, nur mit den sportlicheren Lines, das heißt Sportline RS und halt eben auch Monte Carlo, kommt die dritte Speiche. Und das gefällt mir halt deutlich besser. Könnt ihr mal schreiben, was ihr dazu denkt. Schaltpedal haben wir natürlich auch. Wir können hier Medien steuern, ja, die Lenkradheizung können wir da noch steuern, auf der linken Seite Sprachsteuerung werden wir uns nachher anschauen und hier dann den Assistenten. Wir haben ja jetzt hier auch die Option, kann man halt eben dazu buchen, wenn man möchte, Travel Assist beim Fabia. Ihr könnt euch mal das digitale Cockpit anschauen, das ist natürlich nicht serienmäßig mit dabei, aber halt die Option gibt es. Da sehen wir links die Temperatur, rechts dann eben den Füllstand der Batterie, hätte ich schon fast gesagt, nein, des Tanks. Ich habe jetzt die Navikarte mir hergeholt, aber man kann natürlich durchweg andere
Einstellungen sich herholen. Ich zeige euch das einfach mal. Hier noch so eine sportliche Darstellung. Die normalen Tachometer kann man sich natürlich auch anzeigen lassen. Und ja, von dem her, das passt, kennen wir mittlerweile auch. Gibt es jetzt eben auch für den Fabia. Ansonsten sehen wir halt natürlich klar Verkehrszeichenassistent und solche Späße. Lasst euch durch die Scheiben jetzt hier nicht verwundern, dass die jetzt hier beschlagen. Die Klima arbeitet nicht auf volle Pulle, damit ihr uns halt eben auch noch versteht. Tja, dann sehen wir hier das Infotainment-System in der höchsten Form, das heißt ohne Drehregelchen. Dann haben wir hier ein Touch-Display. Links natürlich noch ein paar Touch-Tasten und rechts auch. Wir sind im Home-Menü. Apple CarPlay, Android Auto ist auch möglich. Das Home-Menü kann man sich natürlich auch einstellen. Ja, das kennt man natürlich. Und hier kommen wir ins normale Menü. Da können wir Klang einstellen, Fahrzeugeinstellungen und so weiter. Die Fahrassistenz kann man sich einstellen und so weiter. Also die ganzen Dinge, die man halt so kennt, kann man sich hier einstellen. Und natürlich, ihr habt es auch schon gehört, es ist auch mit Gestensteuerung möglich. Unter Fahrzeugeinstellungen zeige ich euch immer noch einen Punkt. Ich meine, hier seht ihr jetzt auch den Verbrauch, der ist jetzt eher nicht so realistisch. Ab Tanken, das ist was, vielleicht gibt es da noch ein Langzeit. Langzeit 1000, also das sind jetzt nicht nur wir gefahren, da sind jetzt alle halt mitgefahren, 1429 Kilometer, 6,5, ja, das ist gar nicht so weit weg vom Normverbrauch. Von dem her würde ich sagen, das passt doch ganz gut, oder? Der Verbrauch. Aber wollte ich euch gar nicht zeigen, sondern wenn man ein Setup geht, dann findet man auch andere Einstellungen wie Licht und aber auch Ambientebeleuchtung, die ich euch eben zeigen wollte. Und da haben wir ein paar Farben im Angebot, und zwar Rot und Weiß. Ja. Das ist jetzt nicht die große Auswahl, aber immerhin. Dann kann man von diesem normalen Weiß weggehen und kann es eben Rot einstellen. Ich kann aber auch sagen, hier Helligkeit voll oder eben weniger. Also das ist möglich. Wenn ich jetzt noch mal in Home gehe, dann kann ich euch natürlich auch die Navikarte einmal zeigen. Die Darstellung kennen wir auch mittlerweile auch. Es läuft auch flüssig so weiter. Man kann natürlich auch rauszoomen. Also das ist kein Problem. Die Schnelligkeit hatten wir jetzt keine Probleme bei der Testzeit. Aber wie gesagt, durch den Eintagestest haben wir den natürlich jetzt auch nie länger stehen gelassen. Aber ich denke mal, dass sie das auch mittlerweile wieder in den Griff kriegen, weil es wird jetzt von Modell zu Modell besser. Weit unten haben wir dann Warnblinkertaste, schön mittig. Ja, hier noch die Klimadüsen. Hier so eine schwarze Umrandung, wäre jetzt auch cool gewesen, wenn die noch rot gewesen wäre. Hier unten haben wir dann die Klima mit Sitzheizung, Einstellung. Sitzheizung ist, ich meine, es war ja zweistufig, genau, einstellbar. Die Wärme ist okay, wird zu keiner Zeit heiß, aber ja, es hilft natürlich im Winter schon. Hier haben wir gummierte Flächen, hier ist auch die induktive Ladestation mit dabei. Das heißt, hier ist es schön gummiert, es fliegt nichts rum. Und wir haben hier dann auch nochmal so einen Clip, wo man auch mal was anpinnen kann. Und dann muss ich mal ein bisschen meinen Kopf neigen, um euch zu zeigen, dass da eben noch zwei USB-C-Anschlüsse drin Platz finden. In unserem Fall natürlich dann, wenn ihr das gesehen habt, dahinter das DSG, den Schalthebel von PRND, ne? Sonst ist halt der Schaltknüppel. Hier können wir das Fahrzeug noch verriegeln, wir können hier Start-Stop ausschalten und wir können hier Parksensoren ausschalten. Hier ist noch eine Taste leer, also ein paar Tasten, aber hier könnte man zumindest auch noch die Fahrprofil auswählen. Ja? Also das gibt es auch, kann man sich auch dazu buchen, dann kann man von Sport in Normal oder sowas schalten. Das haben wir jetzt hier halt nicht und ich meine, es gibt auch noch einen Parkassistenten, der wäre natürlich dann hier. Mit der manuellen Handbremse haben wir hier noch, dann haben wir hier noch Cupholder, da ist auch nochmal so ein Simply Clever Feature drin, ja, das kann man raus oder rein machen, kann man hier zwei Münzen reinstellen, hier vielleicht noch Smartphone, wenn es nicht ganz so breit ist. Ein 12-Volt-Anschluss haben wir hier auch noch und dann sind wir eigentlich auch schon hier wieder bei dem Fach. Eine klassische Armauflage gibt es so nicht. Dann sind wir auch schon beim Punkto Platz. Ich bin 1,85, die meisten wissen es vielleicht schon. Zur Tür habe ich genügend Platz, nach vorne rum, nach oben sowieso. Also ja klar, wir haben das Panoramadach nicht, muss man immer bedenken. Aber hier passt mehr als die Faust. Naja, also die Faust auf jeden Fall dazwischen. Das ist schon beachtlich für meine Körpergröße mit diesem etwas kleineren Fahrzeug. Also Platz ist der allgemeine Skoda fast schon der King. Das ist ja einfach so. Ja. Weil man hat beim Fabia am meisten Platz, mehr wie beim Polo und beim Ibiza. Man hat beim Octavia mehr Platz wie beim Golf und man hat beim Superb mehr Platz wie beim Passat. Das ist einfach so. Die kriegen aus der fast gleichen Karosserie, es ist ja nicht gleich, ja, aber aus dem gleichen Baukasten, so kann man es sagen, kriegt Skoda einfach immer den meisten Platz rausgekitzelt. Von dem her, wer Platz braucht, muss den Skoda nehmen. Wir schauen uns aber jetzt noch hinten an. Wie ist es hinten vom Platz? Ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ist es da besser? Ist es da gut? Schauen wir uns an. Dann herzlich willkommen hier im Innenraum und im Fond des Skoda Fabia Monte Carlo. Genau. Und ja, hier gibt es Gutes zu berichten und hier gibt es natürlich auch Kritik. Die Kritik kommt allerdings von meiner Seite. Euch ist es gar nicht so wichtig, ich nenne es trotzdem. Die Materialien, die waren ja vorne, habt ihr ja schon gesehen. Hier hinten ist es jetzt nicht viel besser natürlich, sondern eher schlechter. Nämlich die Armauflage ist auch hart. Ihr hört es schon hier unten, da ist es nicht mehr weich.
Ja, man muss da differenzieren, ganz klar. Wir haben hier den Fabia und kein Octavia oder Kodiaq. Trotzdem ist es natürlich ein bisschen schade, wenn die hinteren Passagiere wirklich nur auf harten Kunststoff stoßen. Deswegen kritisiere ich das dann trotz Fabia. Aber gut, ansonsten vom Platz ist es super. Das gucken wir uns auch gleich an. Wir haben Isofix an den äußeren Sitzplätzen. Ja, wir haben natürlich auch wieder dieses Rote ein bisschen mit drin. Diese Carbonstruktur auch wieder so ein bisschen mit drin. Das passt schon. Wir haben jetzt hier, sehen wir den Sportsitz auch nochmal von der Rückseite, ja, mit dem Durchgang hier, da haben wir dann auch wieder so ein bisschen Simply Clever, können hier quasi nochmal so ein Tablet oder ein Handy einspannen. Wir haben hier an den Taschen quasi dann noch, an den Taschen, genau, an den Sitzen so eine Tasche. Und dann haben wir hier, das kann man aber auch wegmachen, wenn man möchte, nochmal so auf der Mittelkonsole, also auf dem Mitteltunnel, nochmal so ein Fach, wo man sich halt auch nochmal Sachen ablegen kann. Und da ist so ein Gummi an der Seite, den kann ich rausklappen und dann ist das quasi mein Cupholder, wenn ich den hier nicht oben unterbringen will. Denn, wenn wir da mal oben hinschauen, eine Armauflage ist zwar da, auch groß genug, aber wenn man hier halt was reinstellt, kann man seinen Arm nicht mehr perfekt auflegen. Aber die Lösung ist auch nicht schlecht, weil manche machen es dann mittig. Da ist ja dann wirklich Hopf und Malz verloren. Wenn man es jetzt hier ganz nach vorne macht, kann man seinen Arm wenigstens noch dran vorbeilegen lassen. Ja. Also das passt. Was mir nicht so gut gefällt, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich nur so hier von meiner Perspektive so aussieht, aber mir gefällt es schöner, wenn das so eben ist. Also wenn quasi die so wäre, aber quasi sie fällt hier so nach unten und sieht so ein bisschen schräg aus. Also bequemer ist es, aber vom Design, ja, muss man halt selber wissen. Jetzt weiß ich gar nicht, Freunde, das ist jetzt natürlich eine Vorbereitung fürs Leben. Kann man hier den Mitteltunnel umklappen? Kann man nicht, gell? Ja, kann man eben nicht. Deswegen, es gibt keine Durchreiche für verschiedene Anglerfreunde. So, und der letzte Punkt ist das Thema mit dem Platz. Ich bin ja immer noch 1,85, bin nicht gewachsen, bin nicht geschrumpft. Wir haben immer noch das Panoramadach nicht, das heißt, ich stoße hier oben auch nicht an. Und das ist ja schon mal ein lobenswerter Punkt. Ja, hier passt sogar noch die Handfläche dazwischen. Ich komme auch schön nach hinten. Ich habe hier einfach genügend Platz zur Tür, auch hier. Also das ist wirklich in Ordnung. Das heißt, so führt, kann man hier wirklich als große Person bequemlos den ganzen Tag fahren. Ich habe auch hier nach vorne, der Sitz auf mich eingestellt, genügend Platz. Also vom Platz her überzeugt er tatsächlich. Da merken wir die Länge, die zugewonnene Breite, das merken wir einfach. Wenn wir jetzt hier zu dritt hinten sitzen wollen, die Sitzfläche als solches ist gar nicht mal so eng, ne? Das geht schon. Aber wir haben natürlich einen großen Mitteltunnel, klar, das Fach können wir wegmachen. Ja, da wird es dann schon etwas enger, da würde ich es vielleicht auf 2-3 Stunden begrenzen wollen. Aber zu viert insgesamt gar kein Problem. Dann herzlich willkommen zum Fahreindruck und davor zeigen wir euch ja immer den Rückwärtsgang bzw. die Kameratechnik, die dahinter steckt. Beim Fabia eine Rückfahrkamera und die Darstellung ist Skoda-typisch, muss man leider sagen. Also beim neuen Karoq ist es auch so, wo wir euch gezeigt haben, die Darstellung ist nicht die beste. Die Linien lenken hier in dieser Darstellung mit, bei dem Hauptbild nicht. Es reicht jetzt für den Tag, seht ihr ja selber, aber in der Nacht ist es dann doch sehr stark verpixelt und man muss dann schon sich anstrengen. Also da könnten Sie mal eine neuere Kamera oder einfach eine bessere Kamera einbauen. Dann starten wir ja wie immer hier auf diesem Feldweg hin. Warum? Weil wir hier ganz viele Bodenwellen haben. So Unebenheiten, ja, die werden jetzt dann auch zunehmend stärker und dann können wir schon mal was über den Komfort verlieren. Wir nehmen es einfach an, wir haben keine Ausstellungsliste bekommen, aber wir haben hier nicht das Sportfahrwerk. Ja. Wir haben aber natürlich trotzdem die 18 Zoll Felgen. Und die 18 Zoll Felgen schlucken gerade bei dem Kleinen hier natürlich schon Komfort weg. Man merkt das schon. Ich meine, diese Unebenheiten, die wir jetzt hier noch haben, die sind noch in Ordnung. Da schluckt auch der Sitz noch einiges weg. Aber gerade dann tiefere Unebenheiten, wie so ein Gullideckel, der runtergesetzt ist, oder die, wo es hier gleich kommen werden, die kriegen wir dann schon mit. Ja, also die bekommen wir dann einfach auch mit. Aber zu keiner Zeit unkomfortables Fahren, das muss man schon sagen. Ne? Also es ist gerade, wenn man jetzt bedenkt, welche Klasse das ist, das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber es ist halt ein Kleinwagenbereich und gerade wenn man die Klasse bedenkt, ist das schon komfortabel. Jetzt kommen hier die Bodenwellen, klar, man merkt, oh, da kommt eine Riesenpfütze, jawohl. Nee, also es ist im Rahmen, ne? Trotz den 18 Zoll Felgen und wenn ihr da jetzt eine 17 Zoll Felge habt oder 16 Zoll, ist es ja noch mal komfortabler, wobei ich euch die 18 Zoll ans Herz legen würde, gerade bei Monte Carlo. Es ist in Ordnung. Also ich kann mir hier wirklich, und das sage ich jetzt nicht einfach so, könnt ihr mir das wirklich gut vorstellen, hier im Fabia den ganzen Tag eine Reise zu absolvieren. Von hier zum Schwarzwald bis nach Berlin, gar kein Problem, weil gerade die normalen Straßen und nicht der Feldweg hier, ist ja vom Komfort einfach nochmal besser, weil das halt meistens nicht so uneben ist. Aber hier jetzt der Härtetest mit dem Feldweg, ja, man bekommt deutlich was mit, das kann man nicht verstecken, aber es ist jetzt zu keiner Zeit unkomfortabel.
Ja, dann auf der normalen Straße etwas zu der Rundumsicht und schnelleren Geschwindigkeiten. Erstmal die Rundumsicht. Ich sehe hier natürlich überall gut aus. Allgemein finde ich die Rundumsicht von Fabia sehr gut. Hinten bleibt natürlich ein Totwinkel. Ja, bei der C-Säule, die ist schon sehr breit. Wir haben da kein extra Fensterchen. Also da haben wir dann mal einen Radfahrer, der sich da verstecken kann. Aber mit Totwinkelassistent und den Spiegel und so weiter, da kann man das schon ausmerzen. Wir haben jetzt schon mal vorab geguckt. Wir werden euch nachher auf der Autobahn natürlich wie immer die Assistenz zeigen. Wir haben jetzt leider aber die Hülle und Fülle an Assistenz hier nicht verbaut, weshalb auch immer. Wir haben den Travel Assist leider nicht mit an Bord. Da müsstet ihr, ich meine mich zu erinnern, dass wir den beim normalen Fabia hatten, das Video anschauen. Deswegen, Assistenz sprechen wir nachher auf der Autobahn drüber. Jetzt geht es natürlich noch zu den Geschwindigkeiten hier auf der Landstraße. Hier sind natürlich keine großen Unebenheiten, hier ist es bequemer, das ist ganz klar. Zu den Abroll- und Windgeräuschen. Abrollgeräusche sind jetzt hier bei 100 nicht zu hören. Wir werden es nachher auf der Autobahn nochmal anschauen. Und Windgeräusche sind schon ein bisschen wahrnehmbar, das ist klar. Aber ich denke mal, bis 100 gar kein Thema. Alles schön noch leise. Bei höheren Geschwindigkeiten durch einfach den Fabia ist es dann etwas lauter. Ne? Also das habe ich schon beim letzten Fabia festgestellt. So ab 150 wird es dann schon lauter. Aber das ist auch beim Polo und beim Ibiza nichts anderes. Der letzte Punkt, den wir uns ganz gerne immer noch anschauen während dem Fahren, ist ja das Thema, wie lebe ich mit dem Fahrzeug? Ja, kann ich da, gerade bei langen Strecken, werde ich da entlastet mit zum Beispiel der Sprachsteuerung? Finde ich einfach ein wichtiger Punkt. Allgemein steuerbar viel am Lenkrad, das ist schon mal sehr gut. Ich kann auch so mal schnell was bedienen, das ist also auch nicht das Problem. Aber wir wollen ja trotzdem schauen, kann ich, ohne dass ich von der Fahrbahn wegschaue, hier quasi, ja, eine Navigation zum Beispiel bedienen. Ich habe hier die Sprachsteuerungstaste auch griffbereit, das heißt, ich muss dann nicht mal von der Fahrbahn wegschauen, weil ich weiß, wo die Taste sitzt. Sie können die Funktion Sprachsteuerung im Shop kaufen. Ach, das ist ja interessant. Schaut mal daher. Sie können die Funktion Sprachbedienung im Shop kaufen. Ja, in dem Fall muss man einfach sagen, können wir es euch leider nicht zeigen. Das ist natürlich auch schade. Dann ist es hier für den Testwagen noch nicht freigeschalten worden. Wir könnten es natürlich jetzt einfach auch mal auf Skodas Nacken kaufen gehen. Ne? Wäre auch mal eine witzige Sache. Nein, aber das machen wir natürlich nicht. Aber gut, von dem her können wir es euch nicht zeigen. Kann man halt jetzt auch nichts machen. Ist halt so. Ne? Deswegen zeigen wir euch jetzt die Assistenz, die wir hier bei dem Fahrzeug noch verfügbar haben. Die werden wir euch auf der Autobahn zeigen. Es sei nur noch mal vollendet gesagt, es gäbe den vollen Travel Assist jetzt auch für den Fabia. Wir haben den adaptiven Tempomaten auf 140 eingestellt. Wir beschleunigen aber nicht auf 140, weil das Fahrzeug vor uns 120 fährt. Mit dem adaptiven Tempomaten kommt eben auch oder ist der Lane Assist gekoppelt, der aber, wie ihr seht, jetzt hier nur verhindert, dass wir die Spur quasi nicht verlassen. Ja. Also er lenkt dann hier hin und her, er pendelt quasi, hält aber natürlich den zuletzt eingestellten Abstand. Das funktioniert auch sehr gut, aber wir haben jetzt noch nicht, was es aber auch gibt für den Fabian, den Travel Assist. Da würde er ja auch mittig lenken und würde quasi auch mit dem Verkehrszeichenassistent beim adaptiven Tempomaten zusammenarbeiten. Ja. Also dieses kleine Fünkchen fehlt uns jetzt hier beim Testwagen noch. Aber ansonsten haben wir den ACC. Wenn ich jetzt hier auch Gas gebe oder wenn ich jetzt hier blinke, dann gibt er erst Gas, wenn wir dann quasi auf der nächsten Spur sind. Da würde ich mir wünschen, dass er einfach schon mal ein bisschen früher Gas gibt, dann können wir da flüssig mit dem Verkehr mitschwimmen. Genau, das sind also schon mal die Punkte. Dann haben wir natürlich noch den Verkehrszeichenassistent. Der hat jetzt zumindest in der Testphase, wie wir jetzt heute unterwegs waren, alle Verkehrszeichen richtig erkannt, auch sogar Ortsschilder. Und von dem her passt auch das. Wir haben jetzt keinen Totwinkelassistent hier. Ja, also es ist jetzt nichts im Spiegelgehäuse mit drin, das heißt, den können wir euch auch nicht zeigen. Ja, Skoda-typisch sind die, aber früh. Also der Warnpunkt ist einfach früh beim Totwinkelassistent. Das heißt, er warnt dich da rechtzeitig, ohne dass man hier in Gefahr tritt. Somit, wenn wir jetzt unseren einfach sehen, haben wir auch eine vernünftige Assistenz mit ACC und auch Lane Keep Assistant, dass er also nicht von der Fahrbahn kommt. Das funktioniert auch, wenn ich jetzt gerade nochmal gegenlenke, selbst wenn die Fahrbahn nass ist, lenkt er mich zu jeder Zeit zurück. Das heißt, wir werden einfach auf längeren Strecken auch einfach ein bisschen entlastet, wenn man möchte. Und das finde ich gerade auch im Kleinwagensegment, wo halt sich viele leisten können, halt einfach ein schöner Punkt. Jetzt gehen wir ins Fazit, sprechen ein bisschen über den Fabia nochmal. Ja, was sind die Größen, was sind die Schwächen? Und dann am Schluss geht es natürlich auch darum, was der ganze Spaß kostet. Das war es also, unsere Fahrt mit der vierten Generation als Monte Carlo. Natürlich, jetzt wo das Auto wieder geht,
am Ende des Tages ist es wieder trocken. Aber gut, da wollen wir uns nicht drüber aufregen. Hier steht er also in der sportlichsten Form. Abgesehen vom Motor, da würde es natürlich noch ein bisschen sportlicher gehen mit dem Vierzylinder 1,5 Liter. Aber ansonsten finde ich den schon echt gut gelungen. Klar, die schwarzen Anbauteile kennen wir von Skoda, das ist jetzt nichts weltbewegend Neues. Aber hier mit den 18 Zoll Felgen, diesem hübschen Monte Carlo Schriftzug, auch im Innenraum, der gefällt mir. Wenn man mal sich vorstellt, klar, das ist jetzt die höchste Variante, die ist also auch preistechnisch, zastertechnisch teurer als jetzt so ein normaler Fabia. Aber angenommen, jemand gönnt sich wirklich den als Fahranfängerauto, dann hat er ja ein richtig geiles Fahranfängerauto. Also jetzt mal wirklich übertrieben. Klar, mit einem normalen Style ist man auch gut unterwegs und so weiter. Da ist man natürlich günstiger unterwegs, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber wer sich den gönnen kann als Erstauto, oh, nicht schlecht. Wir haben nämlich die Assistenz von heute. Klar, wir konnten euch jetzt den Totwinkelassistent zum Beispiel nicht zeigen und den Travel Assist. Aber beim Fabia, und das ist im Prinzip eine gute Sache, jetzt in dem Fall natürlich, ja, haben wir nicht alles mit dabei, aber was ist die gute Sache? Egal bei welcher Ausstellungslinie ihr seid, also müsst nicht mal die höchste nehmen, könnt auch Style nehmen zum Beispiel, könnt ihr jedes Pünktchen extra dazu bestellen. Das ist natürlich am Ende des Tages, wenn ihr alles nehmt, teuer, aber dadurch könnt ihr natürlich auch sagen, das, was ich nicht möchte, das muss ich auch nicht zahlen. Es ist nichts an ein Paket gekoppelt, es ist nichts an irgendwas gekoppelt. Das Einzige, was gekoppelt ist, wenn ihr die Hauptscheinwerfer in LED, volle LED nimmt, dann sind natürlich die Nebelscheinwerfer mit dabei. Ansonsten könnt ihr auch sagen, LED-Rückleuchten nicht, so wie bei dem Auto, oder Panoramadach nicht, oder ACC nicht. Also alles, was ihr halt wollt, ja, alles, was ihr nicht wollt, nein. Und somit kann man halt auch sagen, ACC ohne Travel Assist, dafür auch kein Totwinkelassistent, dafür nehme ich aber alles rein. Und gerade in diesem Fahrzeugsegment ist das wichtig und auch sehr gut, dass das Skoda so macht. Dann kann sich jeder sein Fabia preistechnisch einfach zusammenstellen, was ihm wichtig ist. Von der Individualisierung ist es, wenn man alle Fabias mal nimmt, auch gut gelungen. Man hat alles, man hat auch zwei Farblackierungen. So findet, glaube ich, jeder so ein bisschen seinen Style beim Fabia. Das gefällt mir schon wirklich gut. Und er bietet genügend Platz für vier große Personen. Zu fünft wird es ein bisschen kuscheliger, aber zu viert gar kein Problem. Er ist groß genug. Das sieht man natürlich nicht nur in seinen Abmaßen, sondern man sieht es letztendlich nachher auch im Innenraum, wo wir mittlerweile wirklich gut Platz haben. Von dem her, sehr gutes Auto, sehr guter Kleinwagen. Ich finde ihn besser wie der Ibiza. Der Ibiza hängt einfach hinterher. Der Polo ist natürlich auch wirklich gut. Der hat sogar Matrix, der ist aber kostentechnisch ja, auch nicht mehr der günstigste, aber der hier leider auch nicht mehr. Nämlich 14.540 Euro kostet er in der Basis. Und jetzt schnallt euch mal fest, was der höchst ausgestattete Monte Carlo, was ja der teuerste Fabia darstellt, kostet. Da könnt ihr nochmal 20.000 draufrechnen. Das heißt, wir landen nachher bei 34.860 Euro beim volle Hütte Fabia. Klar, das macht kein Mensch, ja, aber man kann da ganz schön Geld liegen lassen beim Fabia, was natürlich eine Stange Geld ist. Der Polo ist kein Deut günstiger, wenn man ihn voll ausstattet mit der Airline, ganz klar. Aber man muss das Geld nachher auf der Seite haben. Das werden die meisten nicht tun. Und da kommt der Punkt wieder gut rüber, dass man alles einzeln dazu bestellen muss. Somit kann man Geld sparen, wenn man verschiedene Punkte nicht möchte. Unsere ist auch günstiger, weil wir die LED-Rückleuchten nicht haben, keine Zweifarblackierung, kein Panoramadach und wir haben auch nicht den höchsten Motor. Der kostet natürlich auch nochmal deutlich Aufpreis, wenn man den Vierzylinder möchte. Aber so schon wirklich schick und so kann ihn sich jeder zusammenbauen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt mal drunter, wie gefällt er euch besser wie der Polo, schlechter wie der Polo, besser wie der Ibiza, schlechter wie der Ibiza und alle anderen, wie die so mitspielen in dem Segment. Also ich finde ihn wirklich sehr schick und spielt bei mir vorne mit dabei, obwohl er nicht mal Matrix hat und das ist ja bei mir ein sehr wichtiger Punkt. Ja, ansonsten so ein Kommentar, so ein Like ist natürlich immer ein Honorar für uns, dann wachsen wir. Können einfach ein bisschen auch kommunizieren zusammen. Ein Abo ist auch gern gesehen. Da wächst man natürlich noch mehr zusammen. Könnt euch immer mehr zeigen, das freut uns. Und ansonsten bleibt dem neuen Skoda Fabia Monte Carlo und mir nichts anderes übrig, wie einen schönen Tag zu wünschen aus dem nassen Schwarzwald. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter schöner und wir sehen uns beim nächsten Video.